Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von On the Road, dem Truck Simulator. Und hier könnt ihr schon sehen, wo wir uns heute befinden, nämlich in Berlin. Und es ist in der Zwischenzeit wieder ein Patch erschienen. Den habe ich dann jetzt auch, also mit dem spiele ich jetzt auch, mit der neuen Version. Aber das ist nicht die Version, die ihr dann haben werdet zu Early Access Start, sondern das ist jetzt, glaube ich, noch ein bisschen davor. Meistens ist es ja so, dass dann am ersten Tag dann auch noch ein Patch veröffentlicht wird, kurz bevor das dann für alle dann zugänglich gemacht wird. Aber ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass natürlich auch am Early Access Start oder bei Early Access Start nicht ein fertiges Spiel verfügbar sein wird, sondern dieses Spiel wird viele, viele Fehler haben, wie das bei Early Access halt so ist. So, jetzt können wir uns hier noch ziemlich lang frei rumbewegen, aber das machen wir nicht, sondern wir steigen in unseren Truck ein und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht schon einen Auftrag annehmen können. In der letzten Folge hat es ja nicht so gut geklappt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das dieses Mal gut klappt. Wir schauen einfach mal. Magdeburg, das wäre ja vielleicht was. Gesund und lecker. Weiß man nicht so ganz. Nee, ich werde mal jetzt einfach mal in Magdeburg starten und ich wollte ein bisschen auf euer Feedback eingehen. Ich hatte euch ja darum gebeten, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr davon haltet. Ich fand es auch sau spannend. Vor allen Dingen fand ich sau spannend, wie sich das so splittete, aber dazu gleich mehr. Schau ich erstmal, dass ich hier rauskomme. Ja, keine Ahnung. Das hier ist auch neu, die Kamerabewegung. Die ist jetzt irgendwie ein bisschen sanfter geworden. So. Was ist das denn? Das Navi, das ist immer noch so ein bisschen so eine Sache. Also wir müssen dann irgendwie bei der nächsten Gelegenheit mal rechts fahren. Aber ihr könnt ja jetzt mal so die Stadt auf euch wirken lassen. Und könnt ihr dann auch mal schreiben, wie ihr Berlin so umgesetzt findet. Genau, das war hier so. Euer Feedback, das war ganz, ganz unterschiedlich. Das fand ich sau interessant. Es gab einige von euch, die das Spiel oder die sich sehr auf dieses Spiel freuen, das sehr interessant finden. Auch da teilte sich das nochmal auf in die einen, die das sehr hypen, sage ich mal, und in viele, die das ein bisschen nüchterner betrachten und sagen, für 15 Euro kauf ich es mir einfach mal. Ich habe da Lust drauf. Ich möchte, dass da ein cooler neuer Truck-Simulator entsteht. Und mal gucken, was die Entwickler so schaffen. Und wenn das gut wird, dann habe ich ein Schnäppchen gemacht. Wenn es schlecht wird, dann waren die 15 Euro halt für die Katz. Ich glaube, ersteres, also dass das schon ganz, ganz gut wird. Aber gut. Das war eine Gruppe, die da schon ein bisschen, ja, nicht enthusiastisch, aber hoffnungsvoll war. Hoppala. Dann gab es aber noch zwei andere Gruppen. Eine Gruppe war die On the Road Hasser-Gruppe, würde ich fast sagen. Oder also auf jeden Fall eine sehr negative Gruppe, was die Einstellung zu On the Road angeht. Wie kommen wir denn jetzt am besten? Okay, ich verstehe. Wir müssen dann da vorne wieder rechts. Okay. Die war nicht besonders positiv da on the road gegenüber eingestellt und hat gesagt, wir haben schon einen Euro Truck Simulator, der ist grafisch auch ziemlich gut, der läuft überall. Wieso entwickelt man jetzt noch einen Truck Simulator? Die können nichts, das lohnt sich nicht, ich kauf's mir auf keinen Fall. Gut, ist ja auch eine legitime Ansichtsweise. Bei manchem Kommentar war ich mir nicht so ganz sicher, ob man das nicht auch hätte etwas freundlicher ausdrücken können, aber gut, ich habe wieder ohne Retarder gebremst und jetzt haben wir es wieder hier. Der Druck ist aufgebraucht. So, und dann gab es eine Gruppe und das habe ich nicht verstanden, die hat immer dieses Spiel mit dem Fernbus-Simulator verglichen. Da kamen dann so Argumente wie,
kommt ja unfertig auf den Markt, wird genauso wie der Fernbus-Simulator oder sogar etwas unflätiger. Also wirklich nicht so nett und ich verstehe den Vergleich nicht so ganz, weil der Fernbus-Simulator hat mit diesem Spiel ja eigentlich überhaupt nichts zu tun. Was man sagt, okay, der Publisher ist der gleiche, gut. Und was man auch noch sagen kann, ja, es handelt sich hier auch um Deutschlands Straßen. Ja, aber weder die technische Basis, On-Road wurde auf Unity entwickelt, der Fernbus-Simulator auf der Unreal Engine oder auf Basis der Unreal Engine, noch der Entwickler hinter dem Fernbus-Simulator steht TML Studios, hinter On-Road Toxtronics, ja. Noch sonst irgendwie was, noch das Thema ist ja irgendwie vergleichbar mit dem Fernbus-Simulator und noch nicht mal die Release-Strategie ist vergleichbar. Ich verstehe den Frust bei Fernbus-Simulator und teile den ja auch teilweise. Das ist natürlich nicht gut, wenn man ein Spiel veröffentlicht, was absolut unfertig ist und dafür 30 Euro verlangt. Ich meine, die haben jetzt schön daran gearbeitet und mittlerweile hat sich das auch oder lohnt sich das auch halbwegs, glaube ich. Also ich finde den Fernbus-Simulator mittlerweile echt ganz okay. Oder teilweise sogar echt ganz gut. Wir müssen hier wieder abbiegen. Aber das ist natürlich ein etwas schwieriges Thema dann. Aber man muss sagen, On the Road macht es ja anders. On the Road geht ja auf als Early Access raus. Und die Idee von Early Access ist ja, dass man weniger zahlt. Das habe ich ja schon mal erwähnt, dass man weniger zahlt und dafür eben eine unfertige Version bekommt, die dann kontinuierlich geupdatet wird und dann irgendwann als Box dann für einen höheren Preis erscheint, aber man selbst hat das dann eben schon, weil man anfangs bei Early Access investiert hat. So, wo ist jetzt unser Navi hin? War natürlich schlecht jetzt. Achso, wir haben hier wieder, da müssen wir da vorne, bei der nächsten Gelegenheit müssen wir dann wieder rechts fahren. Genau, und das ist die Idee von Steam Early Access und deswegen habe ich das wirklich nicht verstanden. Fand das dann auch irgendwie dem Spiel gegenüber nicht so ganz fair. Ich meine, man kann dem ja zumindest mal eine Chance geben. Ich bin ja so einer von der Sorte, lass mich jetzt nicht übermäßig von dem Spiel im Voraus hypen, aber ich gebe auch jedem Spiel eine Chance. Und was es dann aus dieser Chance macht, ich als Beispiel jetzt einfach mal Notruf 112 reingeworfen. Auch da haben viele geglaubt, es ist ein schlechtes Spiel, kommt nichts mehr, war eine Fehlinvestition. Und was ist? Ja? Das Spiel macht sich. So, müssen wir jetzt hier. Ich glaube, wir müssen jetzt hier dann rechts, ne? Ja. Ich würde das ein bisschen nüchterner betrachten. Ich meine, wenn ihr nicht an das Spiel glaubt, dann kauft es euch halt nicht und wartet halt noch. Es wird auf dem Kanal auf jeden Fall regelmäßig Updates dazu geben und dann werden wir auch schauen, was sich da so tut und so, oder ob sich da was tut. Und dann könnt ihr immer noch überlegen, ob ihr dann später einsteigen wollt oder nicht. Diese 15 Euro jetzt direkt am Anfang, das ist wirklich eher so eine Unterstützung für den Entwickler, sage ich mal. Also von der habt ihr persönlich jetzt halt nur eine unfertige Version vom Spiel. Wenn euch das wert ist, dann klar, aber nehmt es eher so als Unterstützung für den Entwickler. Und irgendwann wird sich das dann ändern, dann werdet ihr hoffentlich irgendwann auch sagen können, ich habe damals ein Schnäppchen gemacht. Aber genau, mal schauen. Ja, das war so das Feedback, worauf ich nochmal eingehen wollte. Da wird auch noch einiges an Featuren natürlich dazu kommen, was jetzt noch nicht drin ist im Spiel. Also, ja. Und die Grafik, finde ich übrigens, sieht auch überhaupt nicht wie der Fernbus-Simulator aus. Aber das ist, das finde ich, also, weiß ich nicht, vielleicht haben da auch andere Leute oder andere von euch andere Meinungen. Das ist ja durchaus okay. So. Ja, aber, also, ich
fand die Meinung oder ich fand den, die Diskussion in den Kommentaren sehr, 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 sehr interessant und habe das auch alles gelesen und das meist ja auch beantwortet, weil ich das ganz interessant fand, wie unterschiedlich die Meinungen sind und wie unterschiedlich oder wie unterschiedlich auch die Leute dann da reagiert haben. Also es gab ja dann auch einige, die haben on the road komme was wolle, die haben es verteidigt, ja. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant und bin jetzt gespannt, was da in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten so kommen wird. Ich nehme an, dass der Anfang oder dass am Anfang vor allen Dingen viele Bugs dann gefixt werden, weil das dann auf Computer XYZ nicht läuft. Ach, da sind wir wieder. Und so weiter und so fort. Dann wird das sicherlich erstmal, oder wird erstmal das Bugfixing angegangen und später kommen dann peu à peu neue Features. Aber ich glaube nicht, dass das Ende des Jahres tatsächlich als richtiges Spiel erscheint. Das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. So, ihr habt auch geschrieben, ich soll ein bisschen auf die Temperatur, die Geschwindigkeit achten. Ich gebe mir Mühe. Jetzt dürfen wir sogar 70. Wobei, das Navi zeigt immer noch 60 an. Es war gerade ganz sicher 70. So. Und der Sound ist natürlich noch nicht final, also. Wir haben eine Störung im Bordcomputer, aber ich glaube, das gehört hier dazu, also. So, auf geht's auf die Autobahn. Und dann schauen wir mal. Ja, also das ist echt wieder so ein Projekt, was ich auch dann, Entschuldigung, was ich dann auch persönlich mit Spannung verfolge, weil mich das einfach sau interessiert, wie... Oh. War hier nicht mal... Oh je. Die KI. Gut, das könnte man jetzt vielleicht auch noch sagen, okay, die KI, das ist auch in anderen Spielen ein großes Problem gewesen. Ja, habt da recht. Was ist das denn? Jetzt schauen. Fährt bei euch. Kleine Abwendung von läuft bei euch. Ja, wieso nicht mal ein Picknick da machen, ne? Einfach mal irgendwie zusammenfahren. Oder war das jetzt ein Unfall? Vielleicht war das ein Feature und ich habe es nicht als solches erkannt. So, fahr. Oh nee, was ist denn jetzt hier? Die haben auch keine Kennzeichen hier. Ich muss mich mal erkundigen, ich habe letztens nochmal wieder zu was war das? City Bus Simulator 2010 oder so mit einer Erweiterung für Usedom. War das, glaube ich, genau. Gesehen. Und da waren 1:1 die Autos, die hier auch drin sind, verbaut. Das heißt, also diese zwei Autotypen, das heißt, ja. Ich weiß, ich glaube, das war auch von Toxtronics damals, aber ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht irre ich mich da auch. Das kann gut sein. Oh, hier entsteht für sie das Dreieck sowieso. Das habe ich jetzt gar nicht richtig lesen können. Aber das ist natürlich auch cool, dass solche Schönen sind. Aber es fehlt einfach das Gras. Das muss ich immer wieder anmerken. Es fehlt das Gras. So. Noch so ein bisschen Tiere hier, ein paar Vögelchen oder ein Reh, was hier durch den Wald hier flitzt oder so. Solche Sachen, das wäre auch noch ganz cool. Oh, oh, oh.
Lenkrad übrigens, habe ich mich erkundigt. Also die Funktion ist nach wie vor im Prinzip drin, aber es gibt ja noch ein kleines Problemchen. Und deswegen funktioniert das im Moment noch nicht. Zumindest nicht mit meinem Lenkrad. Ich weiß nicht, ob das mit anderen Lenkrädern funktioniert. Keine Ahnung. Aber sobald das verfügbar ist, werden wir natürlich mal eine ordentliche Tour mit Lenkrad fahren. Ne? Also ich weiß, dass das wesentlich angenehmer zum Zuschauen ist. Schreibt er auch immer. Ja, hier ist ja sogar ein bisschen Gras und ein paar Sträuche und ein paar Büsche. Ist ja eigentlich ganz nett gemacht so. Aber ich muss mal hier wieder auf meinen Tacho achten. Beziehungsweise das Tempometer, wie wir hier gelernt haben. So, ich würde aber sagen, wie wir die Tour weiterführen und dann in Magdeburg bald ankommen, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und bin gespannt, was uns noch so erwartet. Also bis dann, tschüss!